Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tekken 8 Video. Mein zweiter Versuch, eine bessere Aufnahme zu machen. Ich hatte vorhin schon zwei Kämpfe, die habe ich leider verloren. Einmal Mirror Match und einmal gegen einen Kazuya, den ich eigentlich in der Tasche hätte, aber ach Mann, ey, das ist. Ich frage mich manchmal, welche Schläge greifen, welche nicht. Ich hoffe mal, die Aufnahme, das Bild wird jetzt nicht die ganze Zeit verschwimmen. Wenn ja, dann habe ich ein Problem. Ein Lars. Ich wäre eigentlich schon längst Eliminator, aber mein Problem ist die ganze Zeit, dass ich komme nicht ganz dahinter, wann die Hurtbox nicht aktiv ist in diesem Spiel. Irgendwie habe ich das Problem und ich komme mit Lydia auch nicht so ganz nah ran und beziehungsweise ich lasse auch meine Punishes ein bisschen liegen. Wir haben ja gesehen, das ist von Russland. Das wird wieder was. Round 1. Fight. Tschüss. Round 2. Fight. Ich hätte warten sollen. Ich verstehe es nicht. Ich blocke unten und es kommt durch. I don't get it. Aber. Boah, ist der nervig. Viel besser. So, das ist jetzt die Chance. Mein Gott, dass man den Typen nicht treffen kann. Das ist so. Fight.
Danke. Ihr habt gewonnen. Wir sind Eliminator. Meine Güte. Das hat aber auch nur ein bisschen gedauert. Alles klar. Meine anderen sind jetzt Cavalry. Puh, Eliminator. Alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Fall. Okay, dann kommt unser nächster Gegner. Ein Jin. Uiuiui, das wird jetzt was. Djinn-Player, mit denen haben wir so ein bisschen Probleme. Round 1. Fight. 2. Okay. Immer dieses. Ja, die warten viel. Ne? Kennt er noch nicht? Gut. Round 4. Fight. Nee, das war dumm. Das war dumm. Ich hätte kämpfen sollen. Oh, ich hatte diesen blöden... Okay, gegen den Djinn kann ich verlieren, aber ich schaffe es auch. Ich kann schon schaffen. Round 1. Fight.
it in you. Do you? Round two. Fight. Rechnet mit. Stop, er damit nichts rechnet. Okay, das ging ziemlich gut. Muss aber auch sagen, ich habe ziemlich Glück gerade mit meinem Gegner, dass er, wie gesagt, sehr viel wartet. Und ich zum Beispiel ihn gut Druck mache. Und da verstehen wir, man denkt sich, scheiße, was mache ich jetzt? Naja, egal. Sehen wir uns beim nächsten Fall. Okay, meine Damen und Herren, ein Li Shaolong. Oh, den hatte ich ja beim gegen Xiao Yu. Schwieriger Gegner. Wenn man ihn nicht kennt, schwieriger Gegner. Jetzt sind mit Lydia, keine Ahnung. Ich habe sehr wenig Knowledge-Erfahrung. Ah, ist nicht böse, okay. Round 1. Fight. Keine Ahnung. Wie trifft das? Ich habe keine Ahnung. Also hier werde ich jetzt richtig... Ich kann nicht angreifen. Ich habe keine Ahnung. Der ist irgendwie so überall im Angriff. Keine Ahnung. Ey, ich habe null Ahnung. Kannst nix machen. Boah. Also, ich versuch's trotzdem, weil ich will wissen, wie ich, ob ich klarkomme. Weil wie viele Leute spielen Li? Also, beziehungsweise wie viele Li? Ich bin nicht getroffen. Du hast keine Chance, das hat Theo. Gott, wie bloß ist der alles? Okay. Nur weil ich jetzt schnelles Zeug gemacht habe, echt? I don't get it. Ich kann nicht aufstehen. Round
the fuck is this? Ich kann nicht aufstehen. I don't get it. Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie kann der die ganze Zeit ballern? Das ist unfassbar, ey. Ist das eklig. Oh, Leute. Ich verstehe Lee nicht. Und zweitens, das ist hässlich. Das ist richtig hässlich. Oh. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Fight. Okay, meine Damen und Herren, unser nächster Gegner ist im Kommen. Wow, aber der Lee, der war echt. Get ready, next battle. Lars. Another Lars. Round one. Na denn. Fight. Autofokus, also Homing. Oh, ey. Keine Hurtboxen, nix. Yes! Ja, es ist so. Okay, greift mich tot, ne? Er greift mich tot. Ja, ja. Gottes Willen, ey. Das kann echt gut sein, dass wir hier erstmal stecken bleiben. Round one. Fight. Greifen, das können die. Hey!
Na klar! Ey, na klar trifft das! What? Ach komm! Ist deine Hurtbox so winzig oder was ist los? I don't get it wieder. Kannst nichts machen. Er ist am Drücken. Er ist nur am Drücken. Das ist so bescheuert. Das ist so bescheuert. Ah! Okay. Sehen wir beim nächsten Match. Mann! Ey, den hätte ich haben können, aber. Den kriegst du manchmal nicht. Meine Güte. Okay, meine Damen und Herren. Unser nächster Gegner ist ein Jin. Ui, ui, ui. Jin kann man ja zumindest irgendwie kontrollieren. Aber ich glaube. Round 1. Fight! Weiß nicht, war der jetzt überwältigt oder was? Round 2. Fight. Wartet der? Er wartet, er haut ab und wartet. Ach so, ja, okay. So ein Bimbo ist das. So ein Bimbo ist das. Power crushen. Gar nicht kämpfen. Null Dynamik. Null Dynamik, echt. Round 4. Fight. Ja, Jin ist stärker. Ja. Ja, mach immer dasselbe jetzt. Aber der ist ansteckend. Der ist ja echt ansteckend. So, und jetzt macht er, glaube ich, nur noch dasselbe oder erwartet. Round 1. Fight. Hey!
Okay. Er spammt jetzt die schnellsten Attacken. Jo, damit komme ich nicht klar bei Tekken. Wenn die meisten immer nur dasselbe spammen. Ja, immer dasselbe. Hat keine Chance. Gott, war der mistig, ey. Boah. Mag ich sowas gar nicht. Boah, das war ja undynamisch als Fuck, aber wir haben gewonnen. Oh. Okay. Dann machen wir noch einen Kampf in dieser Session und dann... Ja, dann machen wir Ende. Aber erstmal gleich, wir sehen uns gleich beim letzten Fall. Okay, meine Damen und Herren, der letzte Kampf für diese Session. Oh Mann. Yoshimitsu. Haben wir lange nicht mehr gehabt. Er hat ziemlich viel Bullshit. Aber mal gucken. Ja, da weiche ich mich immer noch. Okay, hab noch bekommen. Round 2. Fight. Das war wieder blöd. Scheiße. Round 3. Fight. Ja.
Fight! Okay, wir kriegen's hin. Wir müssen aber auf der Hut sein. Mann. Round one. Fight. Was? Was war das? Round two. Fight. Ich muss Tempel bauen. Braindogs killen mich ein bisschen. I don't get it manchmal. Fight. Viel machen, ich weiß. Das ist Mitte? Junge. Boah! Das erstmal rauszufinden. Fight. Yeah!
Danke für den Frame Drop, Alter. Verzögerung von 2 Frames. Da kann ich auch nicht so spielen. Jetzt weiß ich warum. Ich hab Frame Drops, Frame Drops, Frame Drops. Denkt sich auch, was ein Bullshit, aber egal. Fight. Gott sei Dank vorbei. Okay, Leute. Das war. Das fängt jetzt langsam an, ja, hässlich zu werden. Beziehungsweise nervig. Ich war noch nie so weit im Tekken Rank. Daher, ja. Daher wollen wir. Wir versuchen weiter uns zu erkunden, wie weit wir das tatsächlich schaffen. Oder danach sagen, ist empty. Ja. Auf jeden Fall, ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da und ein Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Fighting Stage Zeug gefällt, hinterlasst ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, ich bin DK, das ist GameStage5 und wir sehen und hören uns, wenn es wieder heißt Polish Prime Minister!